Freiluftunterricht für die vierten Klassen der Toni-Schruff-Volksschule. Zusammen mit Mitarbeitern der Stadtgemeinde haben die Mädels und Burschen Sträucher und Bäume in der Steingrabenstraße gesetzt. Auch als Umweltreferent haben wir uns da Gedanken gemacht. Der Stadtförster hat da einschlagen müssen und jetzt haben wir sehen, wenn wir da raufschauen, es ist nichts, es ist nichts da und der Kreislauf schließt sich. Jetzt haben wir gesagt, holen wir uns die Jugend ins Boot. Bis zum letzten Winter war hier ein dichter Laubwald, darunter viele Eschen. Die Eschen sind teilweise schon dürr gewesen und nur mehr gelähmt an anderen Bäumen, beziehungsweise waren der Großteil schwer geschädigt durch den Pilz. Jetzt haben wir uns entschlossen, letzten Winter, dass wir das kahlschlägern. Mitten im Siedlungsgebiet werden nun vorwiegend Sträucher und nur mehr vereinzelt Bäume, die nicht zu hoch werden, gepflanzt. Es sind blühende Sträucher dabei, also es ist Bienenweide, es ist für die Insekten, es ist für Kleintiere Unterschlupf. Und ich bin überzeugt, in 2-3 Jahren ist der ganze Hang total bewachsen. Der kleine Ausflug war für die Kinder mehr als nur eine willkommene Abwechslung. Wir haben die Bäume da oben eingepflanzt. Und dann haben wir einen Stecken dazu, dass wir wissen, dass wir da oben gepflanzt haben. Weißt du, warum das so wichtig ist, dass man da jetzt wieder neue Sträucher setzt? Weil es für die Insekten auch wichtig ist, dass die einen Unterschlupf haben. Katja, hast du jemals zuvor schon einmal einen Strauch oder einen Baum gesetzt? Nein, noch nicht. Und wie war das heute? Das war sehr schön. Willst du vielleicht einmal da hereinspazieren und einmal nachschauen, wie es deinem Strauch geht? Ja, mit meinem Bruder und meiner Mama und dem Papa vielleicht auch. Sebastian, du bist schon in der Arbeitskleidung gekommen. Das heißt, ja. Für die war das heute vielleicht gar nicht so was Neues? Doch, eigentlich schon, aber damit ich nicht so mit schönen Kleidern in Dreckheide fliege. Ja, das ist aber sehr gut mitgedacht. Wie war es da oben für dich? Eigentlich sehr cool, aber auch ein bisschen rutschig. Also wir haben die Bäume eingepflanzt und für mich war das ein sehr schönes Gefühl da oben. Was war da so schön? Dass man da so viele Bäume eingepflanzt hat und dann, dass es am Ende dann, wenn sie größer werden, dass es auch dann schön blüht. Durch die Nähe zur Stadt wird vielleicht sogar der eine oder andere einmal hier Nachschau halten. Die Kinder können mit den Eltern vorbeispazieren und sagen, wir waren da, schau, das Baum hat nicht gesetzt. Oder wenn er dann älter ist, kann er hergehen und sagen, wow, den Baum habe ich damals gesetzt. Also es ist schon, die Nachhaltigkeit wird angesprochen. Jetzt einfach Bewegung reinbringen, auch warum Bäume und Sträucher, Wiesen, eben wir haben viele Blüher im Sommer, damit wir auch die Bienen irgendwie da unterbringen, die Insekten, dort ein bisschen Aufklärung machen.